What's poppin', meine kleinen Scheißer? Heute ist euer Glückstag. Vanessa schläft im Nebenzimmer. Das bedeutet, ich kann euch heute nicht anschreien. Mir ist etwas richtig Krasses aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das ein Problem in meiner Community ist oder ein Problem in der Welt. Auf jeden Fall sind diese drei Videos meine erfolgreichsten Videos auf meinem Kanal. Ich habe ja die ganzen Kommentare unter diesen Videos gelesen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass der Großteil von euch scheißen Angst davor hat, was andere Leute über sie denken. Und da ich selbst mein halbes Leben lang so ein Mensch war, der immer nervös ist und immer darüber nachdenkt, wie was auf andere wirkt. Also ich habe es nicht ganz abgelegt, wie ihr gleich im Video sehen werdet. Aber ich habe es wirklich in den Griff bekommen und das ist das Befreiendste überhaupt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr euch einschränkt und nicht Dinge macht, auf die ihr Bock habt, nur weil ihr Schiss habt, was andere denken. Und deswegen habe ich ein Experiment gestartet, dem ihr sehr gerne folgen solltet, auch wenn es ein bisschen Überwindung kostet. Und deswegen würde ich sagen, ich laber nicht groß drum, starten wir mit dem Video. Go! Ich habe heute einen Gast da. Die liebe Hülli ist heute da, Hallo. Beziehungsweise ich bin bei ihr in Berlin. Und wir haben heute was sehr Verrücktes vor. Wir wollen nämlich heute die Comfort Zone Crusher Challenge machen. Das sind Challenges, die du machen musst auf der Straße, die unangenehm sind, wo du deine Komfortzone verlassen musst. Aber das soll zu einem positiven Effekt führen, dass man so entspannter wird und selbstbewusster. Jetzt bei mir müssen wir 30 Sekunden in der Fußgängerzone auf dem Boden liegen, 5 fremden Menschen ein Kompliment machen und 3 Hugs geben. 5 Leute. Ohne Schild. Ohne Schild. Was ich super awkward finde. Was müssen wir bei dir machen? Wir müssen einmal wie ein hüpfender Vogel schreien, 5 Leuten einen High Five geben und 5 fremden Leute anlächeln. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Let's go! Überhaupt nicht schlimm. Das Schlimmste ist, sich zu trauen, sich hinzusetzen. Und danach ja, ne? Ist es egal, weil die laufen eh nur vorbei und gucken und lachen. Ich musste, glaube ich, viel mehr lachen. Ich habe einen Adrenalinschub gerade so. Gechillt irgendwie. Das ist nur der erste Moment, wenn man dann liegt, ist es so eigentlich recht gemütlich. Geil. Entschuldigung, ich finde deinen Schal total cool. Danke. Woher hast du den? Ich habe von Maybach. Wo? Maybach. Vom Flohmarkt dann? Okay, ja. Cool. Danke. Cooler Beanie. Danke. Cooler Hut. Danke schön. Gerne. Voll die coolen Haare. Süßes Baby. Oh.
Oh mein Gott. Manchmal sind da gar keine Leute gewesen. Ja. Und du willst ja auch einen ehrlichen Kompliment machen. Ja. Du wartest du halt irgendwie, dass jemand kommt, wo du wirklich ein Kompliment sagst. Aber es war irgendwie schlimm. Es war schlimm? Oh Gott. Wie haben die Leute denn reagiert? Gut, außer die gerade... Nee, irgendjemand hat so okay gesagt irgendwie. Ja. Aber sonst eigentlich so irgendwie gar nicht direkt realisiert, dass ich ein Kompliment mache und dann so nochmal so danke gesagt. Voll nett, also voll gut. Ist man nicht so gewohnt hier in Deutschland. Eben, ist man nicht gewohnt, dass man halt Komplimente macht. Okay. Deswegen echt tolle Sache eigentlich. Ja. Entschuldigung, darf ich dich fragen, woher du den Mantel hast? Ich habe ihn gerade auf dem Flohmarkt gekauft. Ah, scheiße, der ist richtig cool. Ich komme mir so merkwürdig vor. Entschuldigung, darf ich dich fragen, woher du das Stirnband hast? Ich muss dir abgeben, wo Oh, ist das denn? Also erst in Mitte. Aus Mitte? Ja. Ah, okay, it's very cool. Thank you so Thank much. You. Bye! Das war cool! Coole Jacke! Danke! Es ist schön, Menschen Komplimente zu machen und gleichzeitig sehr verstörend. So als wäre ich auf der Suche nach neuen Freunden. Jetzt siehst du die tricky Person in Aktion. Meine Zielperson ist weg! Sie war doch eben noch da, ich wollte ihr entgegenkommen! Cooler Hut! Ich will nicht die awkward person sein, die auf der Stelle steht. Coole Jacke. Cool Jacket. Es war cool zu sehen, dass die Leute sich gefreut haben. Also so drei Mädchen haben wirklich so Dankeschön und das war irgendwie voll cool. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass ich mich nur getraut habe, Kleidungsstücke ein Kompliment zu machen. Also ich hätte gern sowas, ich fände es cool, sowas zu sagen wie, boah, schöne Augen. Das ist sowas, also weit bin ich noch nicht. Das ist so, weißt du, wie ich meine? Aber es wäre halt cool, wenn man so, also ich finde, es ist noch krasser, wenn man so sagt, hey, du bist voll hübsch oder du hast voll schöne Haare. Entschuldigung, darf ich dich einmal umarmen? Darf ich dich... Nein? English? Oh, yeah, of course. Can I give you a free hug? Okay. It's kind of awkward, I know, but it's for a video. Thank you so much. Entschuldigung, darf ich dich einmal umarmen? Dankeschön. Darf ich dich einmal umarmen? Nein. Nein? Sorry? Can I hug you one time for a video? Yeah. Yeah? Thank you. You too? Oh, yes. Oh, yeah. Ah, come on. Ach, die. Dankeschön. Irgendwie war das nicht mehr so schlimm. Wir haben so viele Leute halt schon angesprochen, weißt du? Sorry, free hug? Okay. Yeah. Everyone? Yes. Yes. Free hug is... Have a great day. Yeah, you too. Thanks. Free hug, you too? Thanks. Have a great day. Du alter Arsch, bist schon fertig. Voll gut. War voll schön. Die waren so voll verblüfft, so okay. Yeah. Und dann, die haben echt so gedrückt ein, manche, ne? Und die haben sich voll gefreut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die so offen sind, viele, und das einfach machen, weil es so körperliche Nähe ist auch, ne? Voll gut, mach das mal. Juli, möchtest du ein Resümee ziehen? Das Resümee ist, dass es einfach so befreiend ist und so ein tolles Gefühl ist, einfach mit anderen Leuten zu interagieren und dadurch dann eine Sympathie auch zurückzubekommen. Voll, ne? Man kriegt so ein Wir-Gefühl, ne? Ja, genau. So die Leute lachen, die freuen sich über Komplimente. Ja, wenn ihr das nachmachen wollt, ne? Besonders dieses Liegen, da soll man so ein Foto machen von seinen Füßen. Ja, verlinkt uns bei Instagram auf dem Bild und unter diesem Hashtag. Ich kann euch nur sagen, macht es, wenn ihr so ein bisschen socially awkward seid. Ich wette, manche Leute sagen so, voll lame könnte ich sofort, aber ich wette, 80% der Menschen können es eben nicht. Wir haben die Hälfte geschafft, aber drei Aufgaben sind noch übrig. Wenn ihr die sehen wollt, geht rüber auf Hüllis Video. Der Link ist hier oben bei dem i und unten in der Infobox. Link ist da oder da. Macht's gut, ihr süßen kleinen Häschen. Tschüss, tschüss.